Oh, da oben können wir gleich noch Grabe machen. Es ist Tag. Haben wir euch schon gefüttert? Ja, haben wir. Okay. Ich bin doch in ihrer Hütte, oder? Ach nee, halt, hier ist ja der Wasservorrat, ey. Ihre Hütte ist da unten. Genau hier. Ich kriege ich nicht weggepustet, schade. Tag, alte Frau. Ich wusste, du wirst kommen, weißer Wolf. Du wirst geplagt. Nun dann, wenn du Geld hast, bin ich bereit. Ja. Aha, dann lass mal sehen, was die Knochen zu sagen haben. Ah, es überkommt mich, ich kann es sehen. Die Katzenform ist überlegen, Maul sind keine Hindernisse. Vom Kap aus beobachte den Himmel. Erscheinen die Sterne, wird der Weg zum Königreich unter Wasser klar. Ich kann dir im Moment nicht mehr sagen, du musst selber Hinweise finden. Haha. Was ist das hier eigentlich nochmal? Ah, das war falsch. Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Ding nochmal war. War hier drüben auch eins? Nö. Nur eine von diesen gruseligen Puppen. Na gut, neue Meerjungfrauenmünze, dass wir zurückreisen können. Fällt mir gerade so auf. Waren wir da oben schon? Seitdem wir das Wasser haben. Ja, waren wir schon. Okay. Müssen wir jetzt vielleicht so oft zwischen Tag und Nacht hin und her wechseln, bis die Sterne erscheinen, oder was? Stadt sei an nördliche Hiroshima-Küste. Na gut, die Katzenfüße haben wir schon mal, um zum Beobachter-Cup zu kommen, aber... Das hilft ja nicht unbedingt. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht.
Ist halt auch die Frage, müssen wir es bei ihm dunkel machen, oder? Nee, so weit können wir das Feuer leider nicht werfen, aber wir können es so versuchen zu entzünden. Nein, so machen wir nur Sachen kaputt. Hier sind dann aber keine Sterne zu sehen. Wie gesagt, soweit können wir nicht schießen mit dem Feuer. So mache ich es wieder hell. Ja, ja, dieses Gelaber kennen wir schon. Ah! Sterne, einfach Punkte an den Himmel machen. Da, eine Sternstuppe. Jetzt muss ich mir etwas wünschen. Ich wünsche mir, dass der Himmel wieder so wunderbar wird, wie er früher, und der Wirbelhimmel wieder sichtbar wird. Da ist er, der wirbelnde Himmel. Mein Wunsch ist wirklich wahr geworden. Stimmt. Sterne. Wow, hey, guck dir diesen Sternenwirbel an. Das ist wie eine riesige Windmühle am Nachthimmel. Man sagt, der Wirbel der Himmel ist der Schlüssel zum Drachenpalast. Wenn das stimmt, sollte der Eingang irgendwo unter dem Wirbel sein. Die See sieht für mich völlig ruhig aus. Und der Wirbel der Himmel dreht sich noch nicht einmal. Was müssen wir nur machen, um den Wirbel den Eingang erscheinen zu lassen? Dumm, die dumm. Nein, ich will wirbeln. Wie auch immer er daraus Mond gemacht hat. Ich glaube, du bist da an was dran. Vielleicht sollen wir diesen Sternwirbel im Kreis herumblasen. Versuch es nochmal. Benutze weiter deine Windtechnik. Okay, jetzt machen wir stark Wind. Sieh nur, der Wirbeleingang zum Drachenpalast. Der Wirbel der Himmel bringt ihn an die Oberfläche. Okay, Ami, lass uns runter zum Drachenpalast gehen. Lass uns diesen Drakoniern eine Lektion erteilen. Sie werden dafür bezahlen, dass sie den Wasserdrachen nicht an die Leine genommen haben. Jo. Das heißt, solange sich der da oben schön dreht. Ich dafür sorge, dass es Nacht bleibt. Doch da ist gut sein.
Das heißt, wir können jetzt Orca nehmen und in den großen blauen Wirbel reinfliegen. Schwimmen. Ja, auf Orca reiten. Hi, oh, Orca. Ja, da Loch. Da Wasserdrache. Endlich, Ami. Wir haben es durch den Whirlpool runter zum Gut der See geschafft. Das muss der Drachenpalast im Königreich der Draconier sein. Ihr Herrscherin Otto Himmel kontrolliert den Wasserdrachen. Wir sollten besser unsere Deckung oben halten. Ah, wenigstens ist schon mal da ein Spiegel. Gib mir eine Perle. Knochen S. Und eine normale Perle. Sehr schön. Und dann speichern wir hier mal kurz. Halt, du weiße Bestie. Was für Angelegenheiten führt dich in den Drachenpalast? Sprichst du mit uns? Das Königreich der Draconier ist nicht der richtige Ort für Landbewohner, nenn deinen Namen. So mit uns zu reden, was glaubst du, wer du bist? Und außerdem seid ihr doch die, die den Wasserdrachen Amok laufen lassen. Ich bin Isrun, wandernder Künstler und Beschützer von Königin Himiko, der Herrscherin der Stadt Sai'an. Und jetzt beeil dich und hole deine Anführerin, Otto Hime. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Untergebenen. Himiko, Königin Himiko der Stadt Sai'an? Da muss die weiße Bestie... Hey, was labert ihr beide da? Werdet ihr nun unter ihm holen gehen oder nicht? Hier entlang, oh weiße Bestie. Der königliche Hoheit würde ich im Thronsaal empfangen. Warum haben die es alle mit so drehenden komischen Balkons? Ich meine, die komischen Spatzen hatten sie ja auch so in der Richtung. Tach. Sicherheitswache, hat dich die Reise hierher erschöpft, oh verehrter Gast von Otto Hime? Es ist schon Jahrzehnte her, dass wir einen Landbewohner hier zu Gast hatten. Also noch einen wölfischen Gast dazu. Ich muss schon sagen, das ist recht ungewöhnlich. Ich wünschte, ich wüsste, was Otto Hime sich dabei gedacht hat. Der Weg ist versperrt. Hm? Weiter hinten befindet sich die beruhigende Quelle. Es ist ein Ort der Erholung für die Unstrakonier. Deshalb sind nur die Unsigen von hier aberlaubt. Du musst umkehren. Aha. Ich bombe jetzt erstmal die ganzen Laden zusammen. Wie sich's gehört. Ja. Loch. Ach ja, bin ich hier im Keilerwald gelandet. Jo, und das gibt sehr viel Glück, würde ich sagen. Ja, schlaft schön weiter. Würde ich es nicht besser wissen, würde ich das hier als Anspielung auf den Film Prinzessin Mononoke oder auch Mononoke Hime genannt von Studio Ghibli halten. Kutani-Töpferei. Teller mit eleganten Design und schönen Ätzungen. Mhm. Verstreute Perle.
Ein göttliches Amulett. Okay. Hier war aber noch irgendwo grünes Leuchten oder hatte ich mich verguckt? Ah, hier. Und da drüben auch nochmal. Gut. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder raus. Und mich noch fertig im Erdgeschoss umsehen, bevor wir dann speichern müssen und einen Cut machen müssen. Ja, war nett da unten. Was ist denn hinter dieser Tür noch? Hier entlang geht es zum Garten des Wasserdrachen. Der Wasserdrache lebt dort, aber er ist in letzter Zeit gewalttätig geworden. Der Drache hat keine Chance, falls der Drache verärgert werden sollte. Deshalb dürfen nur die Unsrigen von hier weitergehen. Du musst umkehren. Armee, hast du auch den Eindruck, dass wir in letzter Zeit eine Menge Mädels treffen? Ich meine, wie lange ist es her, dass wir einen Typen getroffen haben? Ich hoffe nur, sie wollen mich nicht ausnutzen. Hehe. Den Angler, den Koch, den Sterngucker gerade eben. Hoch, ach du bist es. Otto Himmel hat dich eingeladen, stimmt's? Aber was verdammt nochmal, wie sie mit deinem Wolf? Egal, Otto Himmel ist oben im Thronsaal. Aufzug, hä? Nee, erstmal wieder runter. Dann gucken wir uns hier auf dem ersten Stock noch fertig um. Ach, herrje. Was seid ihr denn für welche? Seufzt. Kanzlerin, was am meisten der Welt ist im Moment los mit dem Drachenpalast? Der Wasserdrache ist wahnsinnig und die Kräfte der Fisseris greifen an. Die schlechten Nachrichten hören einfach nicht auf. Okay. Kanzlerin. Runde Besucher sind hier selten und rar, aber ich nehme mal an, die Wachen haben dich reingelassen, stimmt's? Ich verstehe, du bist kein gewöhnlicher Wolf, habe ich recht. Ohne Zweifel bist du Teil irgendwelcher Pläne von Otohime. So lass dich besser auf dem Weg zum Thronsaal machen und dich mit ihr treffen. Das ist der Drachenpalast. Ein heiliger Ort, der von den Drakoniern seit ewigen Zeiten bewohnt wird. Und unser erster Gast seit Ewigkeit ist ein Tier wie du. Ich schätze, hier in Hiroshima ist nichts vorhersehbar. Exorzismus S. Jo. Gut, gucken wir noch schnell die andere Seite an und dann gehen wir speichern. Oh, ist das hier ein Laden oder sowas? Oh, Frau Schildkröte, seit wann werden Hunde in den Drachenpalast reingelassen? Habe ich niemanden, der einen Gast schlecht behandelt? Nicht einmal einen Hund. Das hier ist die Schatzkammer des Palastes. Und ich bin die Schatzhüterin. Aber weißt du, alles hat seinen Preis. Möchtest du was kaufen? Klar, immer doch. Meerjungfrauenmünze, Futtersäcke. Nur das Standardzeug. Gut. Also speichern, Cut machen. Und dann sind wir auch schon fertig für heute. So. Können wir gerade den Spielstand, den wir haben, überschreiben. Gut. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.